Hi, Christian hier von Aktienrunde.de. Im heutigen Video handle ich nochmals mit unserer neuen Kroge Power Strategie, wobei ich diese, wie bereits erwähnt, nochmals optimiert habe, denn ich habe den MACD Indikator mit integriert, den vielleicht schon der ein oder andere von euch von unseren IQ Power Strategien kennen dürfte. Und ja, im Demo-Modus kam ich die letzten Tage auf sehr gute Ergebnisse mit der Veränderung und daher denke ich, ist es nun an der Zeit, euch das Ganze im Echtgeld-Modus zu präsentieren. Ja, kurzer Hinweis noch an dieser Stelle, auch in diesem Video nutze ich nochmal an manchen Stellen Zeitraffer, einfach um die Wartezeit an manchen Stellen etwas zu verkürzen. Wie ihr seht, kommen wir hier gerade aus einem ziemlich engen Seitwärtstrend. Wobei aktuell nochmals etwas Bewegung in den Markt reinkommt, weshalb ich nun die Augen aufhalte nach unserem ersten Einstiegspunkt. Im Übrigen sind alle Einstellungen der Indikatoren gleich geblieben, beziehungsweise es hat sich nichts geändert. Lediglich der MACD ist mit seinen Standardeinstellungen hinzugefügt worden. An dieser Stelle kristallisiert sich auch gerade schon unser erster Einstiegspunkt. Denn wie man sieht, wurde bereits das obere Bollinger Band sowie der Widerstand, der durch die letzten beiden oberen Fraktale gebildet wurde, durchbrochen, wobei sich der Kurs gerade nochmals etwas zurückzieht, weshalb ich davon ausgehe, dass der Widerstand hält und der Kurs sich nochmals weiter zurückziehen wird. Sobald sich der Alligator und der RSI nun etwas nach unten bewegen, werde ich demzufolge meine Put-Optionen setzen. Put-Option wurde gesetzt. Und endete im Gewinn. Nun heißt es Augen auf und Ausschau halten nach dem nächsten Einstiegspunkt, denn dieser dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Sobald die blaue Linie des MACDs die orangene kreuzt oder aber sich der Alligator bzw. die RSI-Linie nochmals weiter nach unten bewegen, werde ich eine weitere Put-Option setzen, da dies ein Signal dafür ist, dass der Kurs sich weiter senken wird. So, Put-Option habe ich mal gesetzt. Ja, hier kann man auch gerade sehr schön sehen, dass alle drei Indikatoren das Signal positiv bestätigen, weshalb auch diese Option im Gewinn endet. Ja, da die grüne Kerze gerade das letzte obere Fraktal erreicht hat und auch der MACD den Anschein wägt, dass die blaue die orangene Linie gleich von unten her kreuzt, gehe ich doch davon aus, dass der Kurs gleich wieder ansteigen wird. Ich warte daher einfach noch etwas ab, um das Ganze sicherer beurteilen zu können. Bisher finde ich, war es eine sehr gute Idee, den MACD-Indikator mitten in unsere Kroge Power Strategie zu integrieren, da ich finde, dass der MACD hier hält, was er verspricht. Und zwar sehen wir gerade, dass die blaue die orangene Linie von unten her kreuzt, was für einen Aufwärtskurs spricht. Der Alligator bestätigt dies natürlich und der RSI ebenso. Man hätte an dieser Stelle vielleicht können eine Call-Option setzen, aber wie gesagt, ich möchte das Ganze in Zukunft etwas sicherer halten und ja, daher warte ich auf den nächsten Einstiegspunkt. Sobald die RSI-Linie die 70%-Marke durchbricht und der Alligator noch weiter absinkt, warte ich noch, bis der MACD sich kreuzt und setze meine Put-Option. Ja, wie wir sehen, hat sich der Kurs dann leider doch nochmals nach oben hin korrigiert. Vor sowas ist man leider nie zu 100% sicher, auch wenn alle Indikatoren das Gegenteil behaupten. Hier haben wir aktuell nochmals eine ähnliche Situation wie zuvor, daher werde ich nochmals eine Put-Option setzen. Ja, diesmal lief alles wie geplant.
und die Position endete im Gewinn. Der MACD deutet gerade darauf hin, dass der Kurs gleich etwas abfallen wird. Dies kann aber nicht von Dauer sein. Daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt erst einmal noch etwas warten, bis der Kurs nochmals eine klare Richtung einschlägt. Und dann werden wir weitersehen. Wenn ich mir den MACD so anschaue, könnte gleich nochmals ein weiteres Einstiegssignal für eine Call-Option kommen. Wobei sich das Ganze schon etwas in die Länge zieht. An diesem Punkt neigt sich zwar der Alligator deutlich nach unten hin, allerdings ist es so, dass die RSI-Linie bereits bei 30% ist in etwa und die blaue Linie die orangene von oben kreuzen tut im MACD, was für einen Aufwärtstrend spricht. Daher setze ich eine Call-Option und wie wir sehen, kriegt auch der Alligator gerade einen Dämpfer und wir beenden die Option im Gewinn. Ja, dies war, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie sinnvoll es war, den MACD mit in unsere CrocoPower-Strategie zu integrieren, da ich mir ziemlich sicher bin, dass wir ohne den MACD den letzten Einstiegspunkt fehlinterpretiert hätten und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Put-Option gesetzt hätten, was im Endeffekt dazu geführt hätte, dass wir diese Option im Minus beendet hätten. Des Weiteren ist es auch so, dass der MACD-Indikator auch in unseren IQ-Power-Strategien für sehr, sehr gute Erfolge sorgt. Und ich denke auch, bei dieser Session hier war ein Gewinn von über 10 Euro, denke ich schon, durchaus positiv. Weshalb ich natürlich im Anschluss direkt eine weitere CrocoPower-Session aufnehmen werde, ebenfalls mit dem MACD. Bis dahin, ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut! Ciao.